Die Klaue von Jarmek ist eins der Drachenwelt-Events und findet in der Eisklammsum statt. Wir starten an der Wegmarke Erdbeben und gehen dann links rüber zu dieser blauen Eisfläche. Das ganze Event dauert ein bisschen länger und wiederholt sich intern stellenweise ein bisschen. Gibt auch noch ein paar Pre-Events. Wir steigen jetzt im Grunde beim letzten Pre-Event ein, wo es gilt, diesen Drachenkristall zu zerstören. Kommt er dann auch schon? Und es geht jetzt also darum, ihn zu bekämpfen. Das Problem jetzt am Anfang ist, dass er sich mit so einem Eiswall schützt, den man im Grunde auch nicht durchdringen kann. Also ist jetzt das primäre Ziel, diesen Eiswall zu zerstören. Hier gibt es Sprengstoffvorratsstapel und in diesen Tonnen gibt es auch noch Chazukas. Die sind großartig, weil man damit den Eisball attackieren kann auf eine große Entfernung. Wenn man zu nah dran geht, bekommt man so einen Debuff, der auch langsam hochsteckt und dann wirklich viel Schaden macht, sodass man auch relativ schnell liegen kann. Deswegen kann man mit diesen Chazukas relativ gut an den Ball bekämpfen. Man hat auch ein Schild, der einen gegen die vier Schreie, die der Drache durchführt, wenn er das Maul so weit aufreißt, schützen kann. Und man kann auch nach links oder rechts und nach vorne springen, um diesen Spike-Wellen auszuweichen. Diese Explosionsdinger, die Fässer, die da vorne standen, die kann man auch nehmen und bis zu diesem Eiswall tragen und da dann platzieren. Allerdings muss man dann natürlich auch durch dieses... Ulgoth, der Motten hier ist da. Durch diese Eisfelder und nimmt zwangsläufig Schaden. Wenn man auf der sicheren Seite stehen möchte, nimmt man sich hier so eine Memmen-Bazooka. Ja, diesen Wellen hätte man wahrscheinlich sehr gut mit einem Sprung ausweichen können. Lang genug kündigt sich das ja an vorher. Der Golem Typ 2 ist da. Wenn der Eisschild dann zerstört ist, hat man ein Fenster von ca. 15 Sekunden,
bei dem der Drache angreifbar wird. Wenn man irgendwie noch nicht voll ausgerüstet ist, kann man das auch mit der Chazooka machen. Aber eigentlich sollte das mehr Schaden machen, wenn man seine eigentliche Waffe nimmt. Man sieht das jetzt hier, 809 mit der Chazooka. Mit dem Hammer 964.200. Also eigentlich sollte sich das nicht lohnen, die Bazooka zu nehmen. Nach den 15 Sekunden steigt dann der Drache auf und fliegt einmal um den Bottich rum und landet wieder an derselben Stelle. Dann erscheint wieder der Eiswall, den muss man wieder zerstören, bis man wieder zum 15 Sekunden Fenster kommt und wieder Schaden am Boss machen kann. Das muss man so lange machen, bis die Klaue von Jarmek unter 50% hat. Wenn man dann den Wall zerstört hat und die 15 Sekunden abgeschlossen hat, sind die Kanonen so weit exakt, dass sie dann auch tatsächlich treffen und er landet nicht an der Position, sondern prallt ab auf die nächste Eisfläche, wo wir jetzt hinlaufen. Ab dem Zeitpunkt sind diese Umgebungswaffen unwichtig. Hier behält der Drache, wie man sieht, oben ein Ziel. Großartig für alle Fernkämpfer. Die können weiterhin einfach Schaden am Boss machen. Alle übrigen kümmern sich jetzt hier um die Verteidigung der Golems. Also es werden jetzt Golems ausgeschickt, die bis zum Drachen laufen und da eine Bombe platzieren wollen. Die werden allerdings von diesen Eissäulen, die hier spawnen, aufgehalten. Sprich, sobald da ein Golem gegenläuft, wird er zerstört und es muss ein neuer laufen. Also geht es jetzt darum, diese Eissäulen zu zerstören, um den Golems freie Fahrt zu gewähren. Sobald die genug Bomben vorne platziert haben, wird der Drache wieder angreifbar. Hier gibt es natürlich auch weiterhin diesen Debuff, also wenn man zu nah dran geht, kriegt man diesen Eis-Debuff, der auch wiederum stackt und schnell zum Tode führt. Das gilt allerdings nicht, wenn genug Bomben platziert sind. Dann ist der Drache kurzzeitig gestunt. So dass auch Nahkämpfer an den Drachen gehen können und ordentlich Schaden machen. Achso, die Fernkampfschützen, die das Ziel angreifen wollen, sollten allerdings auch eine Range von 1500 haben, damit sie außerhalb dieser Buff-Zone bleiben können. Ansonsten kriegen auch die den drauf. So, in dem Bereich, wo diese Kristall- oder Eisfelsen spawnen, kommen gelegentlich auch die, ja, ein paar Champions. Hier ist ein Wolf. Oder was hatten wir da vorhin gesehen? Ich habe es schon wieder vergessen. Die halten ziemlich auf. Wird auch nicht so schnell gelegt. Sollten aber gelegt werden, um einfach hier freies Handlungsspielfeld zu haben.
Ja, jetzt haben wir es gar nicht mitbekommen. Er ist gestunt. Drei Angriffsziele. Schnell hinlaufen, Schaden machen. Und sobald er wieder aufwacht, sieht man, bekommt man den Debuff wieder. Also schnell wieder weg. Wipeout.